Hallo, liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Domino im Einsatz. Hallo, Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Heute stellen wir euch mal wieder ein Mitbringspiel vor. Das Ganze ist angegeben ab 3 Jahre, die Alina ist 4 Jahre. Das Spiel wird sogar angegeben für 3 bis 8 Jahre. Hui, das ist sportlich in dem Fall, oder Alina? Das ist schon extrem. Ist für 2 bis 6 Spieler und das Ganze wollen wir euch jetzt zu 2 demonstrieren, weil das Prinzip Domino, Alina, ist bekannt, oder? Was macht man bei Domino? Man muss die Karten hinlegen, ob sie passen. Dann nimm mal eine Karte. Wir haben nämlich noch Blaulicht liegen. Das müssen wir den Zuschauern noch erklären. Also, ich nehme 1, bekomme ich noch ein Chip. Warum bekommst du so ein Blaulicht als Belohnung? Ja, weil... Da ist 1 abgebildet, gell? Ja, und so viele da abgebildet sind, so viele darf man auch nehmen. Aber nur das Bettchen, wo man gelegt hat. Und was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht legen. Du musst 2 dir ablegen. Und wenn ich nächstes Mal wieder dran bin, dann muss ich erst schauen, ob ich Plättchen, die ich vor mir liegen habe, anlegen kann. Das ist das ganze Prinzip. Und man kann auch mehrere legen. Sehr gut. Und am Schluss, wenn der Stapel aufgebraucht ist, schaut man... Muss man seine Blaulichter zählen. Und wer die meisten hat, der hat... gewonnen. Genau. So, bei Papa geht's wieder nicht. Dann bist du dran. Bei mir auch nicht. Bei dir auch nicht. Wir hätten da gemischt... Bei mir geht's auch nicht. Das wird ja nachher eine Riesenkette. Du hast gemischt. Ah, du kannst jetzt anlegen. Ja, oder sogar so. Super, Alina. Kannst du noch mehr anlegen im Anschluss? Von deinem, weil die kann man dann auch anlegen. Nein. Wie viel bekommst du jetzt? 1, jetzt habe ich schon mal 2 zum Papa abziehen. Habe ich schon 1? Nein, aber ich muss ja schauen, ob ich legen kann. Ich habe Pech. Bei mir läuft es ja heute gar nicht. Dann bist du dran. Na, ich kann. Du kannst nicht. Gehen. Und noch den Hubschrauber auch noch anlegen. Das kriegen wir ja gar nicht alles aufs Bild drauf, oder? Da unten ist nämlich noch ein Hubschrauber. Oh nein, jetzt bekommst du aber richtig viel. Wie viel bekommst du jetzt? 4. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt muss ich aber unbedingt... Ja, schau mal, hier. Ich lege das Polizeiauto, 3 Blaulicht und jetzt bist du dran und du bist noch dran. Und dann müssen wir zählen, wer gewonnen hat. Zeig mal, was hast du? Du kannst nicht legen. Du kannst legen, oder? Ja. Guck mal, egal. Dann bin ich gespannt, dann müssen wir zählen. Ich muss dann gucken, ob ich es anlege. Das ist egal. Und trotzdem wichtig für dich, oder? Hattest du gelegt? Ja, das habe ich gelegt. Da lege ich lieber da, wo ich gelegt habe. Das spielt doch gar keine Rolle. So, du kriegst 2 Blaulicht. Und jetzt zählen wir die Blaulichter und dann schauen wir, wer gewonnen hat. 1, 2, du hast gewonnen. Glückwunsch, Alina. Glückwunsch. So, und das war Domino. Und ihr merkt, ein sehr einfaches Spiel, oder? Ja. Wir kommen zum Fazit und ihr habt gemerkt, ein sehr einfaches Domino, oder? Das ist für die Alina schon fast zu einfach. Ihr merkt, die Alina ist zu einfach, ich habe schon gewonnen. Ja, aber vorhin hast du auch schon wieder verloren. Also automatisch gewinnen wird man bei diesem Spiel auch nicht. Ich wundere mich nur über die Altersangabe. Da steht drauf 3 bis 99 und in der Anleitung steht dabei, Alina, 3 bis 8 Jahre. Puh, das finde ich schon ein bisschen hochgegriffen. Also natürlich könnte es auch älterer spielen. Man kann es auch mit Oma und Opa spielen. Allerdings ist es ein Spiel für 3-, 4-, 5-Jährige. Man muss natürlich aufpassen mit diesen kleinen Steinen. Achtet da drauf, wenn ihr das kaufen wollt für eure Kinder oder verschenken wollt. Das sind natürlich kleine Edelsteine, auch was das Schlucken angeht. Aber ja, ich denke mal, als Hinweis reicht es jetzt in dem Fall. Aber es ist ein Kinderspiel ab 3 Jahren, es ist ein Mitbringspiel und es ist eines der Spiele, wo wir schon sehr viele davon haben. Und deswegen, wer die einen oder anderen Videos kennt von uns teilweise, sagen wir ja, je nachdem, wenn es nicht passt oder die Kinder schon etwas zu groß sind oder sagen, komm Papa, das fliegt in den Lostopf. Und genau das machen wir auch mit diesem Spiel. Das heißt, es wird irgendwann in einem Lostopf dann landen. Je nachdem, wenn ihr das Video jetzt schaut oder zum späteren Zeitpunkt, wurde es schon verlost. Sage ich immer nur als. Okay, sagen wir nur als Info. Wie viel müssen es denn insgesamt sein? 40, glaube ich, in dem Fall. Aber spielt überhaupt keine Rolle. 49 sogar. Also, wie gesagt, selbst wenn Blaulicht weniger etc., das passt meistens dann auf jeden Fall mit dem Blaulicht. Dann bei uns hat es immer gepasst, egal welcher Spiel.
Spieleranzahl, aber ist auf jeden Fall vollständig. Das zähle ich aber nochmal nach, bevor ich es verlose. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Alina, sagen wir noch tschüss, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo von meiner Seite, sag ich mal. Tschüss, tschüss, macht's gut, bis bald. Bye, bye, auf Wiedersehen. Alina, und jetzt zählen wir am besten nochmal, weil wenn wir es verlosen, soll es auch vollständig sein. Papa. Tschüss. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.